Für die Gott, gute Nacht in unseren Zimmer ist ein Bösen. Ein blutgierige Gösen. Da wär wir heute noch nur dösen. Papa, ihr quiekender Schlaf. Liedermacher Ludwig Hirsch bringt es auf den Punkt. Stechmücken sind lästige Viecher. In einem Labor in Regensburg werden sie gezüchtet. Zehntausende. Dorthin bei Biogens haben Kassensturz und K-Tip 10 der meistverkauften Mückenschutzsprays geschickt. Sie müssen auch vor Tigermücken schützen. Die aus Südostasien eingeschleppten Mücken haben in Europa Menschen angesteckt. Mit dem gefährlichen Dengue-Virus. Demnächst wird Student Sebastian Martini gestochen. Im Käfig lauern mit Tigermücken vergleichbare Gelbfiebermücken. Sergei Sperling markiert eine genau definierte Fläche und trägt den Wirkstoff auf die Haut auf. Proband Martini weiß nicht, welche Mittel ihn vor der aggressiven Gelbfiebermücke schützen. Für den Test mussten 5 Personen den Arm hinhalten. Die Mücken, die wir im Test verwenden, haben noch nie Blut getrunken. Die sind alle quasi hungrig auf Blut. Das muss man so machen, weil eine Mücke, die bereits Blut getrunken hat, ist nicht mehr aggressiv, nicht mehr so aggressiv. Weil wenn eine Mücke Blut getrunken hat, setzt sie sich erstmal hin und produziert Eier. Die Mücken werden in den Behälter für den Stichtest gezügelt. Im standardisierten Test braucht es 33 Mücken. Sperling zählt sie genau ab. Diese Gelbfiebermücken sind sehr nahe verwandt mit der Tigermücke. Das heißt, die Resultate gelten 1:1 auch für die Tigermücken. Sperling bläst die Insekten in den Glaskasten. Für Proband Sebastian Martini beginnt die Zeit des Leidens. Kassensturz und K-Tip haben beim analytischen Labor Wirz die Sprays auf allergene Duftstoffe untersuchen lassen. Negativ, in 8 Sprays weist das Labor allergene Duftstoffe aus. 2 enthalten sogar verbotene Stoffe. Sie gelten teilweise als krebserregend und erbgutschädigend. Die Stoffe können zu Hautausschlägen führen, unfruchtbar machen und das Kind im Mutterleib schädigen. Positiv, vor Mücken schützen 8 von 10 Produkten gut bis sehr gut. Nur 2 sind schlecht, Kick Sensitive und Anti-Insect Natural. Der Testverlierer von der Mikro wirkt nicht nur schlecht, keine 4 Stunden, er enthält auch einen wahrscheinlich krebserregenden Duftstoff. Mikro schreibt, Naturprodukte können mehr oder weniger Allergene beinhalten. Ebenfalls schlecht, Moschino von Goop. Er schützt sehr gute 6 Stunden, enthält aber 2 verbotene Stoffe. Dasselbe bei Kick Strong, ausgezeichneter Mückenschutz, enthält aber ebenfalls die beiden verbotenen Duftstoffe. Der Vertreiber schreibt, diese Stoffe seien in den neuen Formulierungen nicht mehr enthalten. 3 weitere Anti-Mückensprays fallen wegen heikler Duftstoffe durch. Aber vor Mücken schützen alle gute 5 bis 6 Stunden. Sergei Sperling ist bei Biogens verantwortlich fürs Labor und für Forschung. Er weiß alles über Mücken und Mückenabwehr. In der Kammer des Labors züchtet Biogens die Gelbfiebermücken. Sie ernähren sich fast zu 100% von Menschenblut. Und bestimmte Menschen mögen sie besonders. Das hängt damit zusammen, dass die Mücke quasi einen perfekten Hautgeruch hat. Die hat eine Zusammensetzung der Haut, das sind verschiedene Bakterien, verschiedene Substanzen. Und für die Mücke gibt es eine perfekte Zusammensetzung. Und je näher der Mensch an dieser Zusammensetzung ist, desto besser findet es die Mücke. Und je weiter entfernt man davon ist, desto schlechter findet es die Mücke. Wie gesagt, aber wenn sie keine Wahl hat, dann nimmt sie auch eine schlechte Zusammensetzung, weil sie möchte ja Blut trinken, Eier legen, sich vermehren. Mücken züchtet das Labor aus Eiern, die sich im Wasser zu Larven und Puppen entwickeln. Nun geht's los. 3 Minuten lang muss Sebastian Martini seinen Arm im Kasten halten. Es dauert wenige Sekunden, bis die ersten Mücken landen. Danach werden die Stiche gezählt. Ungenügend, Anti-Insect.
wirkt zwar über 7 Stunden lang sehr gut, hat aber zu viele problematische Duftstoffe. Kick Sensitive hat mit knapp über 2 Stunden die zweitschlechteste Wirkungszeit. Positiv, es hat keine problematischen Allergene. Von Regensburg zurück in die Schweiz. In Basel planen Forscher Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung der Tigermücke. In einem nationalen Projekt erforscht das Schweizerische Tropen- und Public Health Institut die Verbreitung der Mücken. Pi Müller ist Forschungsleiter. Er weiß genau, wie die asiatischen Mücken aus dem Süden in die Schweiz kamen. Die asiatische Tigermücke folgt den Menschen, wenn sie in ein Fahrzeug einsteigen. Und dann fahren wir irgendwo hin, zum Beispiel Tessin, nach Basel. Und wenn man dort wieder aus dem Auto aussteigt, dann entweichen die Tigermücken. Und die Weibchen suchen sich dann irgendwo einen Ort, Ort, wo sie ihre Eier ablegen. Und so kann sie sich dann auch an einem anderen Ort festsetzen. Dank Mückenfallen konnten die Forscher den Weg der Mücken genau bestimmen. Wir haben uns die Frage gestellt, ja, kommt sie auch nördlich von der Alpen vor oder wird sie eingeschleppt nördlich von der Alpen? Und haben dann systematisch an allen Raststätten der Autobahn in der Schweiz die speziellen Fallen aufgestellt und dann eigentlich können nachweisen, dass sie wirklich vor allem entlang von der A2 vom Süden in den Norden verschleppt wird. Vor 20 Jahren kam die Tigermücke in die Schweiz. Die invasive Art ist schwierig zu bekämpfen. Wir wissen, wenn man sofort reagiert, wenn jetzt an einem neuen Ort die asiatische Tigermücke aufkommt, dann hat man eine Chance, eigentlich die wieder loszuwerden. Und irgendwann mal ist es dann ein bisschen spät, dass man sie noch mal quasi eliminieren vor Ort. Das Tropeninstitut züchtet Mücken und testet an ihnen die Wirksamkeit von Anti-Mückenspray. Dass im Kassensturztest bei vielen natürlichen Produkten heikle Allergene gefunden wurden, erstaunt nicht. Man hat allgemein das Gefühl, natürlich ist gut. Natürliche Moleküle haben sicher den Vorteil, dass sie biologisch abbaubar sind. Aber das heisst nicht, dass sie gut sind für den Menschen. Also die grössten Gifte, die man kennt, kommen eigentlich aus der Natur. Proband Martini hat den Test gut überlebt. Irgendwann sind die Stiche eigentlich ziemlich egal. Am Anfang ist es ein bisschen Überwindung, aber dann wird's normal. Genügend ist Antibrumm Forte. Es schützt 7 Stunden und 20 Minuten. Besser als alle anderen Sprays im Test. Abwertung wegen heikler Duftstoffe. Gut, und damit Testsieger ist Anti-Insect Sensitive von der Migro. Der Mückenschutz wirkt zwar nicht so lange, aber es ist neben Kick Sensitive das einzige Produkt ohne potenziell allergene Stoffe. Anti-Mückensprays sollen auch heikle aus den Tropen eingeschleppte Mückenarten vertreiben. Für Menschen aber müssen sie gut verträglich sein. Was ist dein Trick gegen lästige Muckenviecher? Schreib es uns in die Kommentare. Hier kannst du übrigens unseren Kanal abonnieren und weitere Tests vom Kassensturz findest du hier.